Züchtlings wie er ab 8.000 Euro. Gute Mädchen wie wir auch haben, 5.000, 7.000 Euro in Training. Hat man Spitzentiere in Europa, die die Preise gewinnen auf die Shows, und man hat auch in Deutschland sehr viele Alpaka. Die Shows sind eigentlich wie Rassshow für Katzen und Hund. Die besten Tiere nehmen die Preise mit nach Hause. Hier geht es eigentlich 60% mindestens um die Wolle. Und die besten Tiere mit den besten Wolle nehmen die Preise mit nach Hause. Wo man so ein Tier kaufen für das eigene Zuchtprogramm, einfach 15.000, 20.000 Euro. Das ist hoher Preis für die Alpaka. Ich komme aus Peru, Chile, Bolivia. Und ja, in diesen Ländern keine große Führung für Alpaka, keine Führung. Die haben 2-3 Millionen Tiere und die werden einfach aufgegessen. Die besten sind exportiert, Preise hoch, weil man sagt, das ist die Wolle der Zukunft. Schafwolle geht ganz weg, das wird alles Alpaka-Wolle sein. Die Qualität ist ja wirklich so viel schrecklich viel besser dann Schafwolle. Die können das mal fühlen und riechen im Shop später. So, man hat große Erwartungen mit Alpaka, man muss dann wirklich sehr viele gute Tiere haben. Und das ist der Grund, die Preise sind hoch jetzt. So, das ist interessant, damit mitzumachen, Zucht zu machen mit guten Tieren und damit Verkauf ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Das ist der Meinung hier, dass die Schweden ein bisschen schneller kommen. Die sagen vielleicht, ja, Alpaka kommen die doch, und dann, wenn die sehen, wie zahm die Eltern sind, dann kommen die auch und schicken die Familie auf. Und wir können dann die Tiere verkaufen für, ja, relativ gute Preise. Weltrekord für ein Alpaka ist 1 Million Euro. Das ist reiner Wahnsinn. Aber gut, wenn es Leute gibt, die können mal ein Rembrandt kaufen für 40 Millionen Euro, ja. Dann kann man auch ein Alpaka kaufen, die man wirklich haben will, für 1 Million Euro. Das ist wie verrückt. Aber es sind süße Tiere. Der wird versuchen, der Braune zu kastrieren. Der glaubt wirklich, das sind meine Mädchen, du darfst nicht mit die Mädchen spielen. Und das macht er. Wenn er die Chance hat, wird er versuchen, ihn zu kastrieren. Die haben dann Zähne im Maul, das sind 6 Stück, die kommen mit 2, 3, 4 Jahren. Mit einer Wiederhake. Er greift das männliche Teil, kann nicht mehr loslassen, muss losreißen. So, der wird kastriert sein. So, wenn man die Wolle nimmt, das macht man einmal im Jahr, hier in Mai. Guck mal ins Maul für alle Menschen und nimm mit einer Zange die Spitze ab. Wiederhaken weg, können die einfach beißen und einfach loslassen. So keine großen Verletzungen mehr. Aber er ist so aggressiv und dominant, er kann immer noch nicht dabei. Die Zähne sind weg, keine Gefahr. Aber das ist zu viel Stress, und Stress mit diesen Tieren ist nicht immer alles. Oder er muss einfach alleine sein. Das hier geht noch gut, aber ich bin dann plötzlich mal. Eigentlich die einzige, ja, etwas, was nicht so voll ist mit Alpaka, die das machen. Weiter sind die mit Kindern, die vorne, keine Probleme. Einfache Tiere, sehr süß, sehen hübsch aus. Wir werden mal die Mädchen mal ein bisschen mehr bekannt machen mit die Mädchen, und dann können wir auch ein bisschen füttern mit die Mädchen.